Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte euch heute gerne kurz meine Vollmondrituale vorstellen. Eigentlich hätte ich die gerne auch noch auf die anderen Mondphasen erweitert, aber soweit bin ich einfach noch nicht und ich finde gut, das so im Prozess zu machen. Also ich habe jetzt mittlerweile ein gutes Jahr, arbeite ich mit dem Vollmond. Aber natürlich kann man auch mit dem Neumond arbeiten und so weiter. Aber das muss ich bei mir immer erst etablieren, ehe ich zu was Neuem vordringen kann. Deswegen ursprünglich wollte ich was zu Mondritualen in seiner Gesamtheit machen. Aber ich mache einfach nur Vollmondrituale. Und deswegen erzähle ich euch heute was über meine Vollmondrituale. Man kann noch viel mehr machen, man kann andere Sachen machen. Ich habe auch Verschiedenes ausprobiert und musste dann halt so, was mir Spaß macht, war so Punkt 1, womit ich mich auch identifizieren kann und was auch in meinen Alltag passt. Also ich kenne Leute, die machen ja ein Ritual, was über eine Stunde, über zwei Stunden geht. Das mache ich halt nicht. Also alles in allem wird bei mir so 20, 30 Minuten dauern ungefähr, was ich so mache. Aber das muss jeder für sich rausfinden. Vielleicht merkst du auch, dass das voll dein Ding ist und du halt gerne einmal im Monat zum Vollmond so ein 1- bis 2-stündiges Ritual machen möchtest. Also ich verlinke auf jeden Fall unten in der Infobox einen Instagram-Account von einer Freundin von mir, wo ich mir ganz viele Anregungen immer mal wieder rausziehe, wo ich auch immer nachlese, was das für ein spezieller Vollmond ist. Also jeder Vollmond ist ja da auch anders und speziell, in welchem Sternzeichen steht der und so. Und die hat auch ganz tolle Produkttipps immer, welche Produkte sie so für ihre Vollmondrituale nutzt. Also wenn ihr euch da weiter inspirieren lassen möchtet, dann schaut gerne bei ihr vorbei. Kommen wir jetzt aber, weil es soll nur ein kurzes Video werden, dazu, was ich konkret am Abend eines Vollmondes tue. Zum einen kommen meine Heilsteine zum Einsatz, denn immer während eines Vollmondes lade ich die auf. Also ich lade die einmal im Monat auf, lege die bei mir auf die Fensterbank, da wo der Mond eigentlich am besten reinscheint. Die müssen nicht direkt im Mondlicht liegen, das geht ja auch nicht die ganze Nacht, das wandert ja. Und dann lege ich die dahin und lasse die sich aufladen. Vorher habe ich die alle unter kaltem Wasser abgespült, sich entladen lassen. Und dann werden die im Vollmondlicht wieder energetisiert. Was ich außerdem mit den Heilsteinen mache, ist, dass ich mir Vollmondwasser mache. Also das sind ja Heilsteine, die auch zur Wasserenergetisierung geeignet sind. Und da habe ich eine Glaskaraffe. Da suche ich mir dann, also das sind Chakrasteine. Ich verlinke auch nochmal die Videos zu den Steinen in der Infobox. Und suche mir dann ganz intuitiv raus, mit welchen Chakrasteinen ich das Vollmondwasser in diesem Monat energetisieren möchte. Und dann gebe ich die Steine in die Glaskaraffe, fülle das mit Wasser auf und dann wird es auch über Nacht auf die Fensterbank gestellt und dann trinke ich das am nächsten Tag. Also auch zur Wasserenergetisierung habe ich schon mal ein Video gemacht. Das könnt ihr euch gerne anschauen. Das sind so die zwei Dinge, die über Nacht passieren, ohne mein Zutun. Und dann variieren meine Vollmondrituale, je nachdem, wie ich auch Zeit und Lust habe und in der Laune bin. Ich würde jetzt einfach mal den Ablauf eines gesamten Vollmondrituales wiedergeben. Und zwar starte ich natürlich mit einer Meditation. Die kann man ganz individuell wählen. Ne? Man kann zum Vollmond auch eine Selbstliebe-Meditation machen, die man auch sonst macht. Aber es gibt auf YouTube immer zu dem jeweiligen Vollmond auch spezielle Meditationen. Auch von verschiedenen Leuten. Da kann man sich rauspicken, wieder von wem mag man was. Das mache ich dann immer. Also eine Meditation zu diesem speziellen Vollmond. Dafür gebe ich bei YouTube zum Beispiel ein Vollmond-Meditation Juni 2021 und dann bekomme ich da ein bisschen was. Damit starte ich. Das finde ich immer sehr cool, weil man sich da wirklich auf die speziellen Energien dieses Vollmondes einschwingen kann und mit den speziellen Themen auch dieses Vollmondes beschäftigt. Was ich dann gerne noch mache, ist, dass ich mir eine Orakelkarte ziehe, mir auch diese Orakelkarte notiere und gerne auch noch ein bisschen journal zu dem Thema des Vollmondes oder zu einem Thema, was mich gerade beschäftigt. Ich journal halt sehr, 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 sehr selten und der Vollmond wird bei mir da halt gerne einfach
explizit dafür genutzt. Und dann, was ich auch immer mache zum Vollmond, weil Vollmond hat ja auch immer etwas von Neubeginn, ich schreibe eine Liste mit Dingen, die ich in diesem Vollmond loslassen möchte. Das können Gefühle sein, das können Streitigkeiten sein, das können Gedanken sein, das können Selbstzweifel sein. Die schreibe ich auf eine Liste und diese Liste verbrenne ich dann immer. Also dieser Loslassprozess einmal im Monat, den finde ich super, 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 super wichtig. Und da ist einfach, den muss man theoretisch nicht zum Vollmond machen. Die Energie ist aber A, besser und zweitens ist der Vollmond dann auch mein Anker. Der Vollmond ist mein Anker für dieses Loslassritual, für die Steinenergetisierung, für das Journaling. Und das ist eigentlich so der Ablauf, den ich mache. Das ist gar nichts Großartiges. Also wie gesagt, ich kümmere mich um die Heilsteine, dass die energetisiert werden und mache Vollmondwasser. Ich mache eine Vollmondmeditation. Und danach, je nachdem, journal ich gerne noch und ziehe eine Weisheitskarte und mache, wie gesagt, das Loslassritual. Und man kann noch so viel mehr machen. Also meine Freundin macht auch viel mehr, aber da bin ich thematisch noch nicht so drin und es reizt mich auch gerade nicht so. Ich bin gerade fein mit dem Ritual, was ich mache. Und ich bin schon immer froh, wenn ich dran denke, dass Vollmond ist. Meistens lese ich das bei meiner Freundin. Ah, ja, okay, in 2 Tagen ist Vollmond, geht klar, plane ich mir ein. Ist nicht so, dass das auch an meinem Kalender stehen würde, aber irgendwie übersehe ich das. Ich glaube, wenn man halt tief an dem Thema drinsteckt, so Mondphase und Mondrituale, dann lebt man auch mehr danach und dann weiß man ganz genau, wann Vollmond ist und wann Neumond ist. Aber wie gesagt, so weit bin ich noch nicht und ich weiß auch nicht, ob ich jemals dahin kommen werde. So wie ich das gerade mache, passt das sehr gut für mich. Und ihr wolltet das gerne wissen, was ich für Mondrituale habe. Bisher habe ich nur diese. Ich finde es aber tatsächlich ganz schön, so einmal im Monat quasi ein ausgedehnteres Abendritual, eine ausgedehntere Abendroutine. Sonst besteht meine Abendroutine ja immer jeden Tag aus Meditation, gerne gekoppelt mit der Faszienrolle auf der Yogamatte. Und that's it. Das ist meine Abendroutine, die jeden Tag stattfindet. Und ich weiß halt, zum Vollmond dehne ich die halt nochmal ein bisschen aus. Und dann hat die auch irgendwie nochmal was Besonderes, was Magisches. Gerade so in der Verbindung mit den Heilsteinen, mit dem Energetisieren. Das finde ich schon ganz, 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 ganz toll. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare A, ob ihr Vollmondrituale selber habt. Und B, was ihr dann ganz konkret macht. Vielleicht können wir uns auch noch gegenseitig ein bisschen inspirieren. Ich möchte noch viel, viel mehr mit Heilstein machen. Aber wie gesagt, ich habe jetzt hier erstmal Mindset und damit arbeite ich jetzt erstmal. Und wenn ich das quasi routiniert mache, dann kaufe ich mir dann noch ein paar andere tolle Sachen. Da gibt es mega geile Shops, wie gesagt. Wenn ihr da Inspiration wollt, schaut gerne bei meiner Freundin auf Instagram vorbei. Die hat da immer den mega heißen Shit, was das angeht. Da muss ich mich halt immer vorsehen, dass ich mir nicht hier zig Dinge kaufe und die horte, die aber noch gar nicht anwenden kann, weil ich einfach noch nicht so weit bin. Genau. Und ich verlinke euch, wie gesagt, die Videos zu den Heilsteinen gerne nochmal unten in der Infobox. Und ich habe auch immer einen Code für die Steine. Wenn ihr da ein bisschen sparen wollt, dann setze ich euch den auch noch unten rein. Ich hoffe, dieses Mini-Video hat euch gefallen. Ich finde das gerade ganz cool, so dieses, ne, so wie das kurze Video zur 369-Methode, zu den Mondritualen, zu den Heilsteinen. Ich möchte diesen Monat auf jeden Fall noch ein kleines Video machen, wie ich gerade meine Intuition zum Beispiel stärke. Also ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Wenn ihr andere Themenwünsche habt, schreibt ihr auch sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, dass euch dieses Video wieder gefallen hat und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!